Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Path of Exile Ritual League. Wir haben jetzt auf der einen Seite alles erledigt, also geht es jetzt hier rüber auf diese Seite. Und wir schauen einfach mal, wie wir uns so machen. Sprechen mit einer, ja, das ist die Geschichte. Der Olle sagt der. Ja, schau. Was willst du? Narf. Ja, ist es das. Bla. Leck mich doch am Arsch. Jetzt müssen wir mit ihm hier irgendwie so ein Monster jagen. Und dann können wir ihn irgendwie... Können wir ihn irgendwie benutzen für Items, lalala. Daran kann ich mich noch dran erinnern. Ja, heute ist Dienstag, nicht Samstag oder Sonntag. Ich habe ja ab heute frei, weil ich heute nur die beiden Path of Exile Folgen aufnehme. Alle anderen habe ich bereits. Da muss ich nichts weiter machen. Was war das denn hier noch? Okay, spurt, alles klar. Ja, nehme ich die beiden Path of Exile Folgen für morgen Mittwoch und für hau ab. Und eben halt für Freitag auf, dann habe ich die Woche komplett. Haut ab. Ich würde es sehr bevorzugen, wenn er mir nicht zu nahe kommt. Ach man, muss doch nicht sein, oder? Ach scheiße, das war jetzt nicht so gewollt. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, hätten wir das. Also im Gebiet vermute ich, ne, auch nur zwei Rituale. Was haben wir da? Goldkappe. Ach ja, das war ja die wir uns reserviert hatten. Aber bei zwei Ritualen dürfte das sehr eng werden. Kann ich mir den nochmal reservieren oder ist der... Ja gut, ich habe ihn jetzt vorsichtshalber nochmal reserviert. Weil den kriege ich so jetzt nicht zusammen. Und ich weiß nicht, ob wenn ich den nicht nochmal reserviere, ob der dann nicht möglicherweise weg ist. Und das wäre sehr ärgerlich, weil ich die Goldkappe ganz gerne haben würde. Alleine schon als wegen Resistenzen ist die für den Einstieg echt gut. Schnauze. Ach, hier die Koala-Bären, die Bösen. So. Ja, morgen werde ich dann wieder ein Jahr älter. Dann mache ich das immer so, dass ich mir entsprechend um meinen Geburtstag herum Urlaub nehme. Heute bin ich auf Überstunden zu Hause. Kann man ja auch mal machen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ist der Ton zu laut? Ich drehe ihn mal vorsichtshalber ein bisschen runter. Vieles kann man im Nachgang nachbearbeiten, allerdings ist es schwierig, wenn der Ton zu hoch steuert. Den kriegst du im Nachgang nicht mehr sauber. Jetzt habe ich das mal marginal runtergedreht. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich jetzt mal, dass diese Woche meine PlayStation 5 noch kommt. Das wäre natürlich sehr passend zu meinen freien Tagen. Ansonsten freue ich mich natürlich auf die Vollversion von Outriders. Da habe ich heute Morgen noch gelesen, oder gestern war das sogar schon, dass Outriders sofort und prompt im Microsoft Xbox Game Pass mit drin ist. Hallo? Hau ab. Aha. Von mir aus, ja, nee, den können wir mal mitnehmen.
Den können wir mal mitnehmen. Ja, aber ich nehme heute wirklich auch nur die beiden Folgen auf. Dann wollte ich heute Nachmittag nochmal endlich mal in Enderal reingucken. Da ist ja nochmal ein Update gekommen. Das ist ja an sich eine Skyrim-Mod gewesen. Aber es soll sehr gut sein. Ich muss mal sehen, hatte das damals schon mal angetestet und dann lief es aber nicht in der 21:9 Auflösung, was es dann blöd macht. Mal gucken, ob sie das inzwischen gefixt haben. Wäre ja ganz nice. Würde ich schon mal ziemlich geil finden. Was denn? Jetzt mal gut hier. Hey. Ich glaube nicht. So. Geh weg. Ja, das alte Spiel. Mana-Probleme. So. Hallöchen. Hallöchen, sagte ich. Wer macht denn hier so einen Stress? Wer ist denn das? Sehe ich den Arsch nicht, der das macht? Bist du das? Ich sehe es gerade nicht, wer hier so einen Stress macht. Auf jeden Fall scheint der Stress vorbei zu sein. Hallo, Freunde. Ein Schädelkäfig und einmal Schnürstiefel. Ich mag ja eine Hasswaffe. Ups, ich vergesse immer, dass es nicht M ist. Ja, wobei, auch wenn ich morgen Geburtstag habe, werde ich ehrlich gesagt nichts. Hallo? Werde ich nichts Aufregendes machen. Das muss man auch mal klar sagen. Ein bisschen zocken. Das hier. Nichts Besonderes. So. Hallöchen. Hau ab. Hau ab. Ihr wollt mich wohl nerven, oder? Kann das sein? That was a great hunt, Exile. Aina will write a mighty poem about it. Na, das ist toll. Das Freund ist ja super. Wir müssen auch nochmal die Werkbank benutzen. So, was hat Aina denn Schönes zu sagen? It will surprise you to learn that I am not popular. Aha. The others here are ignorant. They do not see the end coming. They are not survivors like me. Or you. Oh, was willst du denn? I kept beasts in the encampment. So, was? Benutzt Werkbank, Mission abgeschlossen, reist zur Menagerie, spricht mit einer. Gut, machen wir das jetzt mal. Ja, dann gehen wir mal durch.
Und hier sollen wir dann mit dem guten Einer schnacken. Hä? Was war das denn jetzt? Das war jetzt ja... Hallo? Was war das jetzt für eine Nummer? So. Welcome to Einars Menagerie Exile. This is where I keep the beasts we capture. Do not worry about their well-being. I do not think they will worry about yours. Ne, das stimmt wohl. A little humor for you. Naja, geht so. But seriously, Exile. Einar takes very good care of the beasts we capture. Aha. Feed them, clean them, and read them the poems I write. Weiß ich nicht. When you are ready, we slaughter them at the blood altar. Das nett. To the first ones that we are worthy of survival. That part is not so friendly to the beasts. Nicht so richtig. Read my poetry, you may consider it an act of mercy. Again, humor. My poetry is great. Please look around. Take your time, but do not feed the animals. The arena just north. That is the blood altar. It is where you will. Okay. Dann sollten wir mal den Blutaltar benutzen, wenn es denn gewünscht ist. So. Habe ich denn irgendwas, womit ich das benutzen kann? Was fertigt der denn da? Aber das Einzige, was wir machen können, weil bei allen anderen, glaube ich... Na gut, dann machen wir das. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir probieren es einfach mal. Haut ab. Haut einfach ab. Dankeschön. Erst einmal geht's noch. Ein bisschen schneller wäre, glaube ich, schön. Na, siehst du wohl. Das haben wir. Was hat er uns gebastelt? Ein Gold am Monat 14%. Ja, kann man ja mal auf jeden Fall nehmen. So. Was hast du uns zu sagen? The crunch of bone, the splatter of blood. Is there anything as satisfying? You have proved you are a survivor, and the first ones have rewarded you. Werden wir das? Ja, okay. Weiter. Okay, auf Wiedersehen. Wir können eigentlich mal einen verticken, wenn wir hier gerade sind. Ich glaube zwar nicht, dass der besser ist als das, was wir haben. 19 bis 40 kritische Trefferchance, Angriffe pro Sekunde 1,3. Nee, nicht wirklich. Was ist mit der komischen Mütze hier? Energieschild kann weg. Kann auch weg. Kann auch weg. So, was kann das Amulett hier nochmal? Plus Geschick ist okay. Angriffe. Ja, Feuerschaden von mir aus. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. So, dann machen wir uns hier wieder vom Acker. Viel mehr möchte ich jetzt gar nicht machen. So, dann lass uns mal gucken. Ach, hier. Ob wir hier nicht irgendwas übersehen haben. Keine Ahnung, wir gehen einfach mal... Moment.
Wo sind wir denn? Ich sehe mich gerade selbst nicht auf der Karte. Auch, ach, da. Dann gehen wir mal darüber. Ja. Und hier werden wir auch gleich wieder Besuch bekommen. Arschloch. Ach, das war dieser Doppelbogenschütze. Ach ja, den könnte ich eigentlich auch mal anmachen, die 5. Ich habe die ganze Zeit nicht angehabt. Einmal Mana bitte. Ist denn hier irgendwas liegen geblieben, was interessant sein könnte? Stachelkeule, naja, geht so, aber bringt Kohle. Hallöchen. Ach ja. Mana ist ein Thema. Mana ist gerade ein echtes Thema. Das sagt sie relativ oft, dass ihr Mana gone ist, aber da müssen wir irgendwie mal für Regeneration sorgen oder so. Gut. Raus aus dem Gemenge. Ja. Jetzt habe ich irgendwas Weißes aufgemacht. Ja gut, das reicht nicht. Das eine hatten wir reserviert. Okay. Das reicht alles gar nicht. Dann ist das so. Schade, dass man die nicht über längere Zeit aufbewahren kann. Sondern sozusagen immer bei neu anfängt. Sonst war da auch nichts weiter, was für uns von Interesse sein könnte. Wahlsphäre. Die haben wir reserviert. Topazring. 28% Blitzwiderstand könnte man eventuell. So. Dann haben wir auch nochmal, falls da beim nächsten Mal nichts dabei ist. Haben wir dies auch nochmal gesaved? Ach komm schon. Schnauze. So. Okay. Lass das. So. Bin ich zwischendurch aufgestiegen? Kann das sein? Oder? Nö. Ich dachte, weil ich auch irgendwie gerade nicht so wirklich viele XP kriege. Ist zumindest mein Eindruck. Aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Wie gesagt, die Grundidee zu diesem Bild stammt aus dem Internet.
Also von daher ist nicht jetzt mein eigener Bild. Wahrscheinlich werde ich ihn schon ein bisschen anpassen nach den Bedürfnissen. Aber nicht zu sehr, als dass ich da sehr weit von abweiche. So, wir gehen dann hier mal rein. Hier müsste gleich der zweite Bandit kommen. Und wir killen ja alle drei wegen der Skillpunkte. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal... Wahrscheinlich gibt es ja, weil das Gebiet nicht groß genug ist, auch wieder nur zwei... Verbrennung können wir zwar gar nicht brauchen, aber werden wir uns gleich mal holen. Was willst du denn? So. Ist hier noch was? Nicht, dass wir gleich hier... Nein, ist nicht. Okay, dann machen wir das mal. Das war das. 340 und ein Ritual über, es reicht wieder nicht. Na toll, 8788, ich falle vom Glauben ab. Wir schauen mal. Also 8000, da musst du aber schon noch eine ganze Ecke weiterkommen. Entspannt euch mal, Freunde. Geht's noch? Mann, ihr könnt ganz schön nervig sein, echt jetzt mal. Ja, danke schön. So, Brustpanzer. Was? Womit bin ich denn hier schon wieder vollgemüllt, hä? So. Stiefelmesser. Da ist aber sonst ja doch hier immer noch eine Umwandlungssphäre. Die nehmen wir natürlich sehr gerne. Ach komm. So, weiter geht's. Schöner Einer hilft ja auch bei den Flachpfeifen hier. Da musst du dich nicht um alles kümmern. Das ist okay. Das können wir auch mal mitnehmen. Hey. Oh. Na, siehst du wohl. Irgendeine Prophezeiung erfüllt. Ich habe bei den Prophezeiungen eh nie so viel Glück, oder beziehungsweise vielleicht finde ich nicht die richtigen, whatever, sodass mir das eigentlich ziemlich hintenrum vorbeigeht.
Hallöchen. Ach ja, das kennen wir ja mittlerweile. Regeneration ist auch relativ Asche. Wäre schon wieder voll gemüllt. Gut, sowas kann weg. Dafür nehme ich lieber die gelbe. So. So, da ist das Portal, das holen wir uns mal eben. Da ist irgendwo der Bandit, genau, den machen wir jetzt auch mal eben. Ja, und dann ist die Folge schon wieder vorbei. Dann kann ich die gleich mal eben rendern und nehme gleich die zweite auf. Dann sind wir für diese Woche durch. So, hallo. Arschloch. So an enemy of hope has fallen. Nö, töten. Erstmal auf rumzuhüpfen, echt jetzt? Oh Mann, da ist schon wieder fast alle, ey. Das zum Kotzen. Ich hau ab da hinten. So. Da ist Ammunition. Langstab ist eh nicht drin. So, ihr Lieben, damit haben wir den zweiten Bandit erledigt. Ich beende die Folge jetzt. Wünsche euch noch einen wunderbaren Mittwoch. Lasst es euch gut gehen. Bis Freitag dann. Also, ach ja, und Daumen runter nicht vergessen. Das gehört dazu. Du guckst die Videos wahrscheinlich nicht mal, aber es muss sein. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.